Heute lassen wir die besten Freistoßschützen gegen die besten Elfmeterschützen antreten. Team Freistöße ist der FC Schalke 04, keine Ahnung warum eigentlich. Dybala, Messi, Di Maria, also da sind wirklich die besten Freistoßschützen der Welt drin. Messi natürlich der Kapitän, gemeinsam mit James Ward-Prowse die besten Freistöße in FIFA 22. Der schlechteste Spieler in der Startelf, einfach Alonso mit 86 Freistößen. Ja moin. Auf der anderen Seite Team Elfmeter mit dem BVB. Revierderby-Vibes. Freistöße gegen Elfmeter. Ronaldo, Lewandowski, Harry Kane, Neymar, also dieser Sturm, joa. Der wird schon Probleme bereiten. Der beste Elfmeterschütze ist aber einer der schlechtesten Spieler im Team. Jimenez mit 92 Freistößen. Super, echt super. Und auch die Bank ist gespickt mit Freistoßprofis. Und Marcel Schmelzer, den habe ich noch irgendwie dagelassen. Ja, egal. Wir lassen die beiden Teams jetzt in 5 Wettbewerben gegeneinander antreten. Ich tippe auf Team Freistöße als Sieger dieser Challenge. Und wenn das nicht zutreffen sollte, dann rufe ich beim FC Schalke 04 an und sage, dass Dortmund besser als Schalke ist. Nein, doch. Wir starten direkt rein mit Challenge 1. Wir geben diese beiden Mannschaften in eine komplette Bundesliga-Saison. Let's go. Schalke ist also wieder in der Bundesliga und RB Leipzig ist raus. Ich bin Wolfsburg und wir simulieren jetzt einfach ans Ende der Saison. Let's go. Die Saison ist vorbei und ich sehe Bayern auf der 3 und die 1 und die 2 sind noch nicht zu sehen. Ich befürchte, Dortmund auf der 2 und der FC Schalke mit einem Punkt Vorsprung auf der 1. Das heißt, der erste Punkt geht an die Mannschaft Team Freistöße. Ja Mann, für Challenge Nummer 2 lege ich den Controller aus der Hand und wir lassen die beiden Mannschaften gegeneinander antreten. Let's go. Bale, guter Pass auf Eriksen raus. Mist. No. Ronaldo. Wenn das Team Freistoß dieses Spiel gewinnen sollte, dann ist das schon fast die Vorentscheidung. Aber mal gucken, es ist natürlich alles möglich. Bale, da muss doch jemand schießen. Jungs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe auf Schalke, denn ich habe gar keinen Bock, bei Schalke anzurufen und zu sagen, dass Dortmund besser als Schalke ist. Wirklich absolut nicht, Freunde. Harry Kane, tu mir das nicht an. Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen. Sie begehen eine Straftat. Team Elfmeter führt. Aber noch ist genug Zeit, das Ganze umzudrehen. Messi. 1 zu 1 Ausgleich. Also jetzt mal Freistöße und Elfmeter geben. Ich will Freistöße und Elfmeter sehen. Das können die Teams. Janic, Dybala. 2 zu 1. Team Freistoß. Huiaiai. Neymar, jetzt vielleicht wieder die Möglichkeit für das Team Elfmeter. Oh, Neymar dribbelt ungefähr so wie ich. Team Elfmeter hat so stark gestürmt, da muss doch noch mal was gehen. Harry Kane muss gehen. Sass. 3 zu 1, easy going. Also es geht wirklich viel zu leicht für das Team Freistöße. 1 Minute, 37 Sekunden später. Neymar, und das ist der Anschlusstreffer. Das ist der Anschlusstreffer mit 10 Minuten auf der Uhr. Team Elfmeter kommt noch mal. Letzter Angriff. Nope. Aus, vorbei. 3 zu 2. Ganz knapp setzt sich Team Freistöße durch, wie auch schon in der Liga. Und die führen jetzt mit 2 zu 0. Meine Güte, wer hätte gedacht? Hallo. Aber keine Sorge, noch ist nichts verloren. Als nächstes geht's nämlich in Volta Football. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Volta. 5 gegen 5 in Volta und wir gucken, wer sich durchsetzen kann. Wer steht denn überhaupt auf dem Platz? Ronaldo, Pjanic, Ramos, Donnarumma. Erster Safe. Malinowski bei dem Freistoßschützen mit Kolarov. Die haben da auf ganz eine spannende Mannschaft gesetzt. Messi und die anderen Topstars draußen gelassen. Ui, ja, fast aus dem Stadion gesäbelt, das Ding. Dortmund immer noch hochkonzentriert. Nur kein Gegentor bekommen und das Ding irgendwie gewinnen. Denn sonst ist Team Elfmeter einfach raus. Ronaldo, Süu, nicht im Tor. Gibt's ja nicht, dass der so eine Chance auslässt. Das kannst du dir hier nicht erlauben in dem Modus. Guter Pass auf Di Maria. Der kann sich aber, er kann wieder nur zurückpassen. Kolarov, Di Maria, Pjanic, da ist er. Was ist denn das für ein Lupfer? Mein Name ist Jan und in diesem Video werde ich dir zeigen, wie man einen richtigen Lupfer spielt. Pjanic, da ist er. Oh. 1 zu 0 für die Freistoßschützen. Die nehmen die Elfmeterschützen aber ganz hässlich hops hier in diesem Modus. Meine Güte. Bitte. Ausgleich. Nicht abschreiben. Naldo. Nope. Oh, jetzt vielleicht. Ausgleich. Alles wieder offen, Freunde. Fabinho, brasilianisch gelöst. Sergio. Okay, let's go. Ramos und Sergio Ramos schmeißt das Ding in den Winkel. Aber mit 800 km/h durchgepfeffert. Oi. No. Oh, was ist das für ein Lupfer von Malinowski? Mein Name ist Jan. Oh, shit.
here we go again. Bei dem Spielstand müsstest du sofort runternehmen, den Kerl. Ausgleich! Cholero! Oh, warum in dem Alter noch einen Backflip machen? Stabiler Kollege. Ja, ist einfach so. Ja, Pjanic, jetzt können Sie es. Sie können es noch machen, Sie können es noch machen! Sie machen es! Malinowski! Und jetzt sieht's ganz, ganz düster aus. Für Team Elfmeter. Das kann doch nicht sein! Es ist tatsächlich so. Kolarov schießt CR7 und Co. ab. Ich glaub's nicht. Team Freistoß gewinnt auch das Volta-Duell. Also, was soll ich jetzt noch groß sagen? 3:0, die Führung ist eigentlich nicht mehr einholbar. Aber wisst ihr was? Ich vertraue auf meine Freistoßjungs und gebe ihnen noch die eine ultimative Challenge. Das alles entscheidende Battle, der Winner takes it all, und zwar im Elfmeterschießen. Und ja, eigentlich hat das Freistoßteam da einen unfairen Nachteil, aber ich vertraue auf die Jungs. Und ich hätte gesagt, wir gucken uns das jetzt einfach an. Parejo. Oh, die Freistoßschützen legen aber gut los. 1:0. Jimenez, der beste Elfmeterschütze im Spiel. Oh ja, das zeigt er. Dybala. It was at this moment that he knew. He fucked up. Und die Elfmeterschützen sind vorne. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt... Oh, spring doch noch früher, Donnarumma. Oh Mann, ey. Kolarov. Ui. Neymar, komm, Neymar, verschieß doch. Neymar, verschieß doch. Tu doch nicht so blöd. Verschieß doch einfach. Ja, Mann. Donnarumma. Donnarumma, du Maschine. Mod Prowse. Mod Prowse. Nope. Lupfst du den daneben? Ich glaub das nicht. Harry Kane. Den muss er treffen, Pjanic. Der muss sitzen. Panenka ins Eck. Okay, Donnarumma. Mach mich stolz, Junge. Gegen Sergio Ramos. Mach mich stolz, Junge. Sergio Ramos trifft und Sergio Ramos entscheidet diese Challenge. Ja, sie haben zwar nur ein Spiel gewonnen, aber es war das Elfmeterschießen und ja, ich habe verloren. Ich muss jetzt meine Bestrafung machen. So, Freunde, ich habe da jetzt wirklich gar keinen Bock drauf, aber es hilft ja nichts. So. Es klingelt schon. Ja, moinsen, FC Schalke 04, mein feines Gerät. Wer stört? Ja, hallo Schalke. Ich muss kurz was Wichtiges loswerden. Moment mal, die Stimme kenne ich doch. Was? Nein, da täuschst du dich. Ja, doch, klar. Du bist doch dieser... Ja, ich komm gleich drauf. Dortmund ist besser als Schalke. Ja, jetzt hab ich's. Du bist doch dieser eine Fabiano. Nein, hast du nicht gesagt gerade. Ja, tut mir leid. Ich musste das sagen. Oh mein Gott, das bricht mir das Herz, Fabi. Wie konntest du nur? Aber... Nee, raus hier. Sofort. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, wird euch sicher auch noch dieses Video gefallen. Guckt es euch an und wir sehen uns.